Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther The Broken Story. Wir machen heute einfach weiter. Mit den Missionen. Wir sind inzwischen in dem Storystrang angekommen, der früher in The Broken Story das Hauptspiel war. Hilfe, meine Peterle sind im Wald verloren gegangen. Könnt ihr es holen? Ich werde euch reichlich belohnen mit... Ja. Oh, danke. Ich dachte, niemand würde diese Mission annehmen. Kein Problem, was ist genau passiert? Meine Peterle wurde vom Team Spasti geklaut. Team Spasti? Wer? Meinst du uns? Also ich meine, wird offensichtlich passen, aber... Du kennst die nicht? Das ist ein Rettungsteam aus ehemaligen Dieben. Jetzt sind sie Schatzjäger. Und ich kann mir nicht erklären, was sie mit einem EP-Teiler wollen, wo die eh schon so krass sind. Ich verstehe es auch nicht. Auf jeden Fall helft mir dabei, sie aufzuhalten. Danke, ich wusste, ihr würdet mich ablehnen. Dragon Joke begleitet mich. Was ein Joke. So, Dungeon, ab geht's. Yay. Anscheinend gab es auch Probleme, damit die Level der Pokémon in diesem Dungeon umzustellen, was einer der Gründe ist, warum er so schwierig ist. Weil ich weiß, das hat Fragezeichenman unter die letzte Folge geschrieben. Es gab eine Sache, die kurz vor Ende der Programmierung eigentlich alles so gefühlt zum Abschmieren gebracht hat. Und das war anscheinend, hier die Pokémon schwächer zu stellen. Das hat nicht geklappt. Inzwischen habe ich zum Glück ein paar Level, damit geht's hier in Ordnung. Ich bin gerade ziemlich gut gelaunt, zum Glück, deswegen, das kann sich bei der Spoilrate aber schnell wieder ändern. Ich habe gerade eben kurz vorm Aufnehmen, auch wenn es schon relativ früh ist, vor allem für meine Verhältnisse im Moment, kurz vor 10 haben wir, ich habe gerade schon mal ein bisschen, Schulaufgaben gemacht für Mathe. Da sollten wir, mal... Also wir müssen eh alle Aufgaben online abholen, aber wir sollten dann eben so im Google Docs Dokument so ein kleines Quiz beantworten zu einem Thema, was wir relativ neu machen. Und ich habe mir da auch gedacht, das Thema ist neu, ich habe nicht wirklich eine Ahnung davon. Ich habe mir gedacht, ich schicke das ab, dann schreibt mir die Mathelehrerin in ein paar Stunden, ich soll mir die Scheiße nochmal angucken, weil alles falsch ist. Habe ich eben dann gerade gemacht. Was ich da noch nicht wusste, ist, sobald man es abgeschickt hat, kann man sich schon mal ansehen, wie viele Punkte man hat. Ich hatte die volle Punktzahl. Läuft bei mir und das ist jetzt richtig mies. Denn das Gift wird mir normalerweise auf der Map Schaden machen. Aber ich kann das Inventar nicht öffnen. Das ist übel belastend. Ja. Das ist ja komplett mies. Das Gift macht mir die ganze Zeit Schaden. Jetzt wird sich vermutlich nicht mehr lohnen, Shinux hochzuheilen. Okay, er ist noch auf 13. Ich dachte, er wäre auf weniger. Dann nutze ich die mal. Heute, wenn ich das aufnehme, kommt auch mal ein besonderes Video auf meinem Kanal online. Meine erste Kale-Reel-Montage aus Smash Bros. Ist vermutlich schon lange als Premiere angekündigt, während ihr das hier seht. Also, falls nicht, hey, müsste es jeden Moment werden. Wenn ihr überhaupt hier... Ich weiß, dass die es gucken, das in der Regel eher nach 2015, wenn die Montage kommt, gucken. Also, ist relativ... Oh Gott, das tötet mich zur Hälfte, wirklich. Naja, auf jeden Fall kommt dann eben die Montage mal. Bin ich echt gespannt, wie es ankommt. Ich bin sehr zufrieden damit, wie es am Ende gekommen ist. Ich habe mir da echt mal ein bisschen Arbeit gemacht, ein bisschen Editing... Und habe jetzt eine schöne, mean, funny, Hype-K-Rule-Montage zusammengebastelt.
Und sie ist für meine Qualitätsstandards auch mehr als überdurchschnittlich. Der Punkt ist, ihr braucht nicht hoffen, dass alle Smash Bros. Videos jetzt so werden oder gar alle Switch Videos. Weil es ist zumindest, okay, es sieht nicht ganz so aus, habe ich schon mitbekommen. Das liegt wohl dran, dass ich es irgendwie... Ich musste da ein bisschen improvisieren. Und zwar habe ich die Montage in Smash Bros. Selber großteils erstellt. Ich habe noch einiges Editing nachher am PC vorgenommen. Hoffentlich nervt der Dungeon nicht so. Ich habe da einiges Editing, also das großteils die ganzen Clips zusammenschneiden. Okay, eigentlich nur die Clips zusammenschneiden habe ich auf der Switch gemacht. Nicht mal Musik habe ich da eingefügt. Wie gesagt, ich habe eine Version mit Musik. Mal für die Leute, die einfach random online rumrennen, da gemacht. Nur Spaß damit. Und eine ohne Musik, nur mit den Soundeffekten. Die habe ich dann beide hochgeladen, einmal mit, einmal ohne Musik. Dann die ohne Musik auf dem Handy über die Nintendo Switch Online App aufgerufen. Dann da mit einem neuen Screen Recorder, den ich habe, abgefilmt. Clash Royale wird damit nicht kommen, sorry, weil... Oh, das ist schon... Tut mir leid, die Tür ist zu, du musst erst einen Schlüssel suchen. Ich scheiß drauf! Was soll's jetzt? Muss ich einen Schlüssel selbst suchen? Hier war nichts an den Seiten, weiß ich noch. Wir sind dann... Jetzt hier ein neuer Bereich. Hier ist das nur Level 1, okay? Ich habe das dann eben da mit einem neuen Screen Recorder, der halt nur rund 5 Minuten filmen kann, deswegen... gedreht. Der ist an sich sehr gut. Weil die Datei dann relativ groß war, habe ich es dann nicht gelistet auf YouTube geladen. Auf dem Laptop im YouTube Creator Studio gedownloadet. Und diese Datei konnte ich dann bearbeiten. Und deswegen ist es jetzt eine deutlich bessere Qualität als sonst. Es ist nicht Handy vom Fernseher abgefilmt Qualität. Und wenn ich nochmal eine Montage mache, werde ich da auf jeden Fall bleiben. Ein Glück, dass niemand weiß, dass hier unser Geheimversteck ist. Lang nicht mehr gesehen, ne? Warte, was? Falscher Charakter, das müsste doch... Genau du müsstest das sein. Wir können dir jetzt wagen, in unser Versteck einzubrechen. Hey, das ist unser Spezialgebiet. Falsches Bild. Warum steht das die Buddha? Ihr werdet es bereuen, dass ihr hier eingedrungen seid. Das muss ich wirklich mal sagen. Ich habe wirklich Spaß mit dem Spiel wieder. Auch wenn ich halt einfach wegen dem... Ich will hier ja ehrliches Feedback geben und nicht alles schönreden. Ich bin sehr gespannt. Ich rechne damit, dass noch einiges Neues kommt. Auch von Fragezeichenmans Erzählungen. Bisher muss ich aber sagen, es wirkt wie eine bessere Version des alten Spiels. Es wirkt wirklich... Es wirkt bisher wirklich wie The Broken Story mit einem Quality of Life Changes und dem kleinen Bonus-Vorspiel hinzugefügt. Das muss ich halt sagen. Bisher hab ich halt so, was ich beim ersten Mal so gefeiert habe, diesen Kick, die ganze Zeit was Neues, Unerfahrenes zu entdecken, das habe ich halt nicht, weil ich alles schon kenne eigentlich, was passiert. Was ich hier auch wirklich ehrlich sagen muss, es wurden viele Fehler behoben, ja, aber einige wirklich sehr unnötige Fehler sind auch einfach drin geblieben vom Original. Also Fragezeichen, versteh mich nicht falsch, ich find's saugeil, dass du das machst und sogar noch mehr Arbeit hier reingesteckt hast. Dafür nochmal fettes Dankeschön. Aber ich will trotzdem bei meinem Feedback ja ehrlich bleiben. Und ja, mir ist auch klar, dass du jetzt nicht Nintendo bist oder so. Und ich behaupte keinesfalls, ich könnte es besser, das stimmt nämlich garantiert nicht. Ich würde wahrscheinlich irgendwie, wenn ich mir Tutorials und sowas angucke, würde ich innerhalb ein paar Wochen vielleicht einen Kampf programmiert bekommen.
Ja, aber es ist jetzt ja auch hier einfach mal so gesagt, ne? Aber ich bin auch wirklich gespannt. Es kann ja auch wirklich sehr gut sein, dass eben im Moment halt einfach das Broken Story mit Quality of Life Changes und Verbesserungen kommt und später dann noch wirklich Neues kommt. Ein endgültiges Fazit will ich natürlich erst am Ende des Spiels ziehen. Schön Level-Ups. Abok. Anton hat keine Psycho-Attacke. Aber ist besser gegen Pion Draghi als Glumanda wäre. Deswegen. Okay, und Glumanda schafft das locker, also. So, der Biss wird zwar ein bisschen Damage machen, aber auch nicht so viel. So, komm, das gewinnen wir doch. Wobei ich eben auch sagen muss, es wurden eben viele Dinge verbessert. Mir gefällt, dass der Schwierigkeitsgrad an einigen Stellen höher ist. Bloß habe ich das Gefühl, dass die Balance da wirklich ein bisschen... Ich weiß, du hattest mir schon geschrieben, dass am Anfang da teilweise das schwer hinzubekommen... Das macht so viel Schaden! Dass das am Anfang relativ schwer hinzubekommen war. Aber teilweise dieser Kampf zum Beispiel war jetzt deutlich einfacher, als irgendwie ganz am Anfang des Spiels, als man mit Chelast gegen Hansa kämpfen musste. Das ist halt ein bisschen seltsam. Deoxys war die allerletzte Flachpfeife. Ich glaube, der Kampf, dessen Balance mir am besten gefallen hat, war, ich glaube, es war Pokefinst Kampf mit Pixelmatch. Der hat mir gut gefallen. Wie? Was wollt ihr überhaupt? Wollt ihr Peter da wieder? Du warst doch der uns rausgefordert hat. Stimmt das? Ich hasse es, Niederlagen einzustecken und zuzugeben. Ja, das heißt die ganze Sache, warum sonst? Nicht wirklich, wir haben noch einen EP-Teiler. Können wir ihn dann bitte wieder haben? Nein? Gebt es bitte zurück, das wäre mir wichtig. Immer noch falscher Charakter. Günther, was sollen wir tun? Wir können auch allen in Silberdorf erzählen, wo euer Geheimversteck ist. Okay. Vielen Dank, dass du den EP-Teiler zurückgebracht hast. Der EP-Teiler gehört nämlich einem Freund von mir und ich habe das Ding in einem Wettkampf verloren, damit ich stärker werde. Darum wolltest du zurückhaben. Ja, sorry, dass ich euch mit reingezogen habe. Kein Problem, schließlich hast du es für einen Freund getan, deswegen war es in Ordnung. Wie auch immer, man sieht sich. Ciao. Warte, was ist mit der Belohnung? Ja, sie haben mir aus Versehen. Das ist immer noch... Oh Gott, das tut mir weh. Die machen richtig Stress, weil sie diesen EP-Teiler nicht zurückgeben wollen. Aber dann haben sie offensichtlich so viele, dass sie ihm auch aus Versehen mal 2 geben können. Und 150 Rettungsteampunkte, die nichts nützen. Ah, das finde ich ganz cool. Es ist hier, es wirkt so, als wäre es jetzt einfach ein bisschen... Als würde einfach der Tag vergehen. Es ist jetzt dunkler geworden. Es ist so langsam Sonnenuntergang. Das gefällt mir. So Details finde ich immer schön. Und ich wollte noch speichern. So Details finde ich immer sehr schön. So, jetzt bin ich auch mal sehr gespannt. Das war einer der größten Fehler, die ich bemerkt habe. Weil heute immer nach Tara in der Nacht den Mond an und niemand weiß warum. Kann mal jemand denn das Maul stopfen, damit ich hier in Ruhe schlafen kann, verdammte Scheiße. Bitte. Hallo, seid ihr das Retterteam, das nach Tara das Maul stopfen will? Ja, sieht so aus, wo finden wir es denn? Nein, du hast eben eine 8. Es gibt eine 8. Ebene. Ja, aber sie ist gut versteckt, sodass man nur hinkommen kann, wenn man gut springen kann. Das musst du wohl ohne mich schaffen, Günther.
Und springen ernsthaft so als wäre ich bewege, Alter. Scheinux hat ja sogar schon Lux großteils im Namen. Und die Dinger sind definitiv sehr beweglich. Du kannst doch auch raufklettern, Anton. Oh. Wenn das abgeklärt ist, würde ich sagen, wir können loslegen. Ich muss unbedingt Leute finden, er weiß sicher, wo Nagi ist und wie wir nach Hause kommen können. Das ist gut, dass das Pokémon schon Saku heißt. Wir teilen mitkommen, Dungeon. Nightwood, letzte Runde! Noch dieses Mal, dann werde ich nie wieder Nightwood ertragen müssen. Außer Fragezeichen, man entscheidet sich irgendwann mal noch eine Runde zu machen. Nee, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Stimmt, da bin ich auch gespannt. Es wäre auch möglich, dass vielleicht... Ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass eigentlich man von Saku und Lloyd nach dieser Mission überhaupt nichts mehr erfahren hat letztes Mal in The Broken Story. Vielleicht kommt da ja dieses Mal mehr. Alter! Ich bin gerade so weit ohne Encounter gekommen? Was ist denn da passiert? So, komm, wir machen die Mission heute auf jeden Fall fertig. Auf den Bosskampf, der garantiert nicht kommt, tust. Nee, es ist ja kein Geheimnis. Bin ich mal sehr gespannt. Ich hatte jetzt leider nicht recherchiert, wie oft ich den genau letztes Mal machen musste. Ich bilde mir an, es waren 4 Mal. So, das dürfte Level 10 geben. Das ist schön. Das ist schön. Die Items bringen halt ehrlich nicht wirklich was, deswegen nehme ich sie auch nicht mit. Ich würde sagen, jetzt wo alle auf 10 sind, bekämpfe ich mal nicht mehr jeden Gegner. Seht ihr, deswegen habe ich mich auf der letzten Ebene gewundert, warum es denn so lange ohne Encounter ging. Boah. Wir müssen nur bis Ebene 8. Nur bis Ebene 8. It's a me. Crippling Depression. Alter. Jawohl, die kann ich inzwischen one-shotten. Free XP nehme ich schon mit. Man merkt, ich bin gerade gut drauf. Seid ihr auch alle gut drauf? Dann schreibt's in die Kommentare. Und wenn ihr das Gameplay hier auch so spannend findet, dann lasst doch mal ein Abo auf diesem Kanal da. Dieses Jahr noch 300. Locker drinnen und ey, nicht noch einen. Dieses Jahr 300 sind locker drin. Dann kann ich hier meinem Schulkollegen richtig hier was reindrücken. Derjenige, mit dem ich gewettet habe, letztes Jahr gegen Anfang letzten Jahres, als ich rund 70 Abos hatte, der da meinte, ich schaffe bis Ende diesen Jahres keine 200. Wenn wir jetzt mit über 300 dieses Jahr dann dastehen würden. Und vergesst nicht, es kommt noch eine Virus-Edition dieses Jahr. Also sage ich jetzt mal sehr optimistisch. Ich sage euch das jetzt einfach auch, die das hier gucken. Ihr könnt mir glauben, die Virus Edition 4 wird mit einem riesigen Abstand die längste Virus Edition bisher. Ich bin beim Schreiben im Moment bei rund 75 Seiten. Im Vergleich, die Virus Edition 1 hatte nur 60.
Die zweite hatte ein bisschen unter 90, die dritte hatte 110. Und ich bin jetzt eben bei rund 75. Und ich nähere mich so langsam dem Mittelpunkt. Es kann sein, dass ich die Planung dann ein bisschen ändere und vielleicht, wenn ich... Also an sich, man muss sagen, es war eigentlich geplant, ich bin in Kapitel 15 im Moment. Eigentlich war geplant, in Kapitel 10 schon den Mittelpunkt zu haben und danach noch rund 15 Kapitel zu machen. Es ist jetzt eigentlich alles möglich. Es kann sein, dass dann nach diesem Punkt doch nur noch 10 Kapitel kommen und keine 15 weiteren. Es kann sein, dass es genauso endet wie im ersten Teil. Exakt, die Sache ist die. Ich unterteile das jetzt mal in zwei Hälften. In der ersten Hälfte hatte ich vorm Schreiben gar nicht viele Ideen. Das kam alles relativ plötzlich. Das, was ich schon ewig geplant hatte von der Geschichte, war die zweite Hälfte. Deswegen war es, bevor ich begonnen habe zu schreiben, eher irgendwie einfach diesen ersten Teil rumbekommen. Und jetzt ist er so lang geworden. Andere Musik. Und jetzt ist der schon so lang geworden. Und es kann natürlich sein, dass dann das, was ich schon geplant habe, entweder wird es dann vielleicht doch nicht so lang, wie ich dachte, aber vielleicht wird es sogar noch länger. Das wäre jetzt doch erst Ebene 7. Das hier wäre jetzt erst Ebene 7. Schub's Leute von vorne an und sprich ihn dann von vorne an, um weiterzumachen. Endlich hast du auf meinen Schrei reagiert, Saku. Du hast also gehört, um mich zu rufen. Nagi fand das eine gute Idee, ne? Ja. Leute? Ja, das ist nicht Nagi. Was laberst du? Natürlich. Du bist doch ein Kanimani. Ja, wow, aber kein Schein. Er hat sich angemalt. Warum glaubst du es nicht? Du hast auch eine andere Farbe als normales Vulpix. Das ist was anderes. Er ist ein bisschen dumm. Wir müssen sie umbringen. Okay. Ja, genau, das ist mein Gedankengang. Ich hab halt eh nichts Besseres zu tun, also warum nicht? So, dann habe ich es hoffentlich jetzt richtig interpretiert und muss jetzt von vorne hier innen reinlaufen. Das ist Nagi, glaubt mir. Stimmt, war es nicht letztes Mal sogar so, dass ich beim ersten Mal aus Versehen den Kampf geskippt hatte? Nee, ich hatte den Bosskampf vorher geskippt. Weiß aber nicht mehr welchen. Und den hier habe ich dafür dann viermal machen müssen. Oh Gott, warum macht denn das... Warum ist Shiloh so schwach mit Donnershock? Der ist so bad in dem Game. Hier habe ich das Gefühl... Aber ich gewinne im 1v1. Das ist gut. Dann kriege ich noch einen Donnershot gegen Nagi. Oh! Er kriegt auch einen! So. Leute ist besiegt. Level up. Komm. Das ist doch easy jetzt. Nago und Lloyd setzen Nago ein. Verpiss dich aus meinem Haus. Oh! Schade, wenn er jetzt nicht angegriffen hätte. Aber... Schluss, gar nichts. Raus! Es bleibt alles so, wie es hier ist. Ob du hier bist und nicht. Es ist Obst im Haus. Halt, stopp!
Knalle und Leute sieht. Ich spreche direkt. Was mache ich hier denn? Ich hätte fast geschafft, wenn er euch nicht eingelöscht hätte. Ich hab's hinbekommen! Ich musste den Kampf genau einmal machen! Wer seid ihr und was wollt ihr? Von euch nichts, wir sind nur da, um Günther aufzuhalten. Mich aufzuhalten? Aber warum? Jetzt ist es wirklich. Ich hab mir super Namenswahl. Ich dachte jetzt, er meint den anderen Günther. Also das Kanimani-Günther. Das wüsste ich auch gerne. Ciao. Ich sagte, er ist einfach verschwunden. Wir müssen hier raus, ihr stürzt gleich alles ein. Okay. Vielen Dank für die Rettung von Lloyd. Haben wir gern gemacht. Ja, tut uns leid, dass ich sich auf Nagel reingefallen bin. Als ich ankam, wollte ich nur meinen Freund finden, Nagi und Saku. Dafür war mir jedes Mittel recht. War der, als ich hier ankam. Ihr wisst es nicht, hat Saku euch nicht erzählt, dass ich aus einer anderen Stadt komme. Nein, das habe ich ihm nicht erzählt. Lloyd, wir können ihm nicht erzählen, dass wir Menschen sind. In jedem Mystery Dungeon Teil werden wir dann gejagt. Das stimmt halt. Die Aussage ist sehr falsch. Tatsächlich wird man nur im ersten Teil gejagt. Im zweiten Teil ist es eigentlich, kommt dann relativ gut an. Im dritten Teil sagt auch keiner was dagegen. Japan existiert nicht, die Wii-Version. In Super Mystery Dungeon sagen auch alle okay. Nur im ersten Teil sagen die okay, bringen wir ihn um. Du hast recht, Saku, das darf uns nicht passieren. Die sind seltsam. Wie auch immer, hier ist eure Belohnung. Oh, warte, ich werde dies inwenden. Mit einem Schild ist ein Teleport, der dich nach Silberdorf bringt. Du hast alle Missionen beendet. Genieße die Pokémon, die du jetzt hast, rumlaufen zu sehen. Und du hast den Normalrang. Ja, und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story. Wir sehen uns wieder. Oh, ich weiß, was nächstes Mal kommt. Wir sehen uns wieder. Bis dann und ciao.